eigentlich mittlerweile fast wie jedes Jahr habe ich auch dieses Jahr wieder Passionsblumen angebaut. Hier ist es die Passiflora edulis X colvillii. Das ist eine Kreuzung, da die Edulis nicht ganz so winterhart ist, wie man es zwar hier und da mal lesen kann, ist die Kreuzung mit colvillii oder soll die Kreuzung mit colvillii deutlich abgehärteter sein oder auch bis minus 15 Grad aushalten. Das konnte ich in den letzten zwei Wintern jetzt noch nicht bestätigen. Hier seht ihr sie aber richtig schön am Blühen. Diese Pflanze bildet auch richtig schöne, schmackhafte Maracujas aus. Sie ist momentan jetzt richtig schön am Blühen, obwohl es in den nächsten Tagen deutlich kälter werden soll. Ihr seht, hier sind auch noch weitere Blütenknospen. Da ich aber schon in den letzten Jahren richtig krass Verlust oder Schiffbruch erlitten hatte, habe ich jetzt hier den längsten Trieb einmal in diesem Topf versenkt. Das heißt, ich habe sogenannte Senker gemacht zur Vermehrung. Hier einen zweiten Topf, und hier einen dritten Topf. Da ist jetzt schon eine Blüte, die richtig schön am Blühen ist. Das heißt, je nachdem, wie sich die Temperaturen noch halten, werden hier noch drei Pflanzen entstehen. Laut Wetterbericht hätte es jetzt noch nicht so krass kalt werden sollen. Das hat sich natürlich wieder spontan kurzfristig geändert. Bedeutet hier, diese Konstruktion ist natürlich jetzt ungünstig, wenn ich die Pflanze dann rein in den Wintergarten räumen werde. Aber nichtsdestotrotz, die Pflanze ist richtig schön gewachsen. Passiflora edulis X colvillii hatte ich, wie gesagt, schon einmal in Kultur. Und ich muss euch sagen, bisher war die noch nicht so Winter hat, wie ich es gedacht hätte. Ja, das war das kleine Update. Zu den anderen Passifloras komme ich auch noch, wenn die dann am Blühen sind. Und deswegen, wenn ihr weitere Fragen habt zur Passiflora der Maracuja, dann schreibt es hier gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Daumen hoch und tschüss.